den wir da ein Tor für die Österreich. Na also. Und da ist Kröllrup da und trifft aus kürzester Distanz. Gibt's ja nicht, nur die Querlatte. Skeptisch. Was schreibt sie? Und das ist der Ausgleich. Zum Zuschauen. Ewig langer Ball für einen Niklas Bendtner. Der darf dort nicht stehen. So alleine. Geschieht da 5-6 Meter vom Tor, da fällt ihm der Ball perfekt auf den Kopf. Ja, Sörensen versteht die Welt nicht mehr. Wo waren seine Innenverteidiger? Wo war Jessen? Wen hat sich keiner gekümmert? 2-1 für Österreich. Ja, Kopfballduelle gewinne ich schon ab und zu, aber ich glaube, Kopfballduelle besitzt man meistens einmal im Jahr. Und ich glaube, für das Jahr ist das jetzt erledigt. Ja, das ist absolut in Ordnung. Ich glaube, dass es auch letztlich verdient ist. Und das trotz der verpassten Qualifikationen für die Turniere in Österreich und der Schweiz. Die Chance, Marciaco! Er ist 18 Jahre jung von Ajax Amsterdam. Gerade mal 5 Ligaspiele in den Beinen. Was für heute. Österreich besiegt im Ernst-Happel-Stadion Dänemark mit 2-1. Wir verabschieden uns, noch einen schönen Abend und gute Nacht.